Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Transferhammer. RTL will Podolski für diese Megashow. Ja, ihr habt richtig gehört. RTL will angeblich den ehemaligen Kicker für das Supertalent gewinnen. Ja, wie wir alle mitbekommen haben, ist die Neubesetzung im vollen Gange und Dieter Bohlen wurde aus der Sendung geschmissen. Auch unter anderem Viktoria Swarovski und Daniel Hartwig müssen gehen, wie wir ja gestern schon geklärt haben. Das Ganze soll angeblich mit Lukas Podolski gefüllt werden. Ja, Lukas Podolski soll auf der Wunschliste von RTL ziemlich weit oben stehen, denn der Sender sieht den ehemaligen Profifußballer sehr, sehr gut in der Rolle als Juror für das Supertalent, weil er unter anderem natürlich sehr sympathisch ist, ein Kölner, das heißt, man hat noch diesen Bezug zu der Stadt, wo die ganze Sendung dann auch gedreht wird. Und das Ganze soll laut Berichten der Bild in einer sehr starken Kommunikation stehen. Bisher gibt es aber weder eine Zu- noch eine Absage. Der 36-Jährige hat sich also noch nicht entschieden. Zuletzt spielte Podolski ja bei dem türkischen Verein Antalyaspor und lebte mit seiner Familie auch in der Türkei. Und letztens gab es dann noch auf Instagram vor seinen 4,5 Millionen Fans ein neuen Einblick in sein Leben in der Türkei. Also es sieht recht entspannt aus. Ob man sich da dafür entscheiden will, dann doch zurückzugehen, um eine deutsche Fernsehshow zu moderieren, ist fraglich. Aber was haltet ihr denn in erster Linie von diesem Vorschlag von RTL? Wie gesagt, wir haben es ja gestern schon geklärt, es gibt sehr viele Änderungen im Programm. Das heißt, Bine Atalay wurde von der ARD rübergeholt. Jan Hofer, ne? Also das waren ja wirklich zwei große ARD-Stars, die man sich da schnappen konnte. Auch im Herbst soll Harpe Kerkeling zu RTL zurückkehren. Das heißt, man startet dort wirklich eine Umkrempelungsoffensive und ich bin sehr gespannt, wie das neue RTL aussehen wird. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu den Gerüchten um Lukas Podolski und das Supertalent? Findet ihr, er sollte sich weiter eher auf sein Eis konzentrieren, auf seine 2007 eröffnete Eisdiele? Oder sollte er es machen? Schreibt es mal in die Kommentare und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.